Mit Bauzäunen sind die Wohnblöcke abgesperrt. In Verl bei Gütersloh sind die Häuser, in denen es besonders viele Infizierte mit dem neuartigen Coronavirus gibt, eindeutig zu erkennen. Die Bewohner stehen unter Quarantäne, damit die Verbreitung des Virus eingedämmt wird. Auch die Menschen, die in diesem Wohnblock nahe des Berliner Ostbahnhofs wohnen, dürfen im Moment nicht vor die Tür. Doch anders als in Nordrhein-Westfalen weist hier keine Absperrung und auch kein Hinweis in Form eines Aushangs auf einen Corona-Hotspot hin. Denn in Berlin entscheiden die 12 Bezirksstadträte nach Ermessen. Für das Haus am Ostbahnhof ist Monika Herrmann zuständig, die grüne Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Auf Weltanfrage erklärt eine Sprecherin, dass bisher in keinem Fall Informationen oder Adressen herausgegeben worden seien. Dabei bleibe man auch. Das Gesundheitsamt ermittle die Kontaktpersonen und informiere die betroffenen Kitas und Schulen. Für wen es relevant sei, der habe es erfahren. Auch in Neukölln stehen mehrere Häuser unter Quarantäne. Hier entschied sich Gesundheitsstadtrat Falko Lieke von der CDU für eine Information der Anwohner. Es gibt regelmäßig Lageberichte, außerdem wurden Hinweise angebracht.